Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ein neuer Helikopter auf meinem Tisch, ein HD 750 von der Firma HD Helikopters. Ein Elektroheli der 750er Größe aus Kirchheim. Und er ist hier entwickelt worden in Deutschland und er wird auch hergestellt hier in Germany, was ja recht selten geworden ist, dass tatsächlich alles mal hier in Deutschland hergestellt wird. Im Internet habe ich versucht, ein paar Informationen über diesen Heli zu bekommen. Es gibt einige Flugvideos über diesen Heli. Es ist alles gut und schön, ihn in der Luft zu bewundern. Aber wenn man Interesse an so einem Helikopter hat hier, dann möchte man schon ein bisschen ein paar mehr Informationen haben als nur Flugvideos. Und genau das habe ich jetzt hier vor. Mit zwei Videos, Teil 1 jetzt hier und ein zweites werde ich noch machen. Es wird also kein Baubericht über diesen Helikopter, sondern eine Vorstellung von dem HD 750. Zu Beginn möchte ich euch vorstellen zwei interessante Infoseiten im Web. Hier die Herstellerseite hdhelikopters.de mit den verschiedenen Angeboten, die sie da noch haben. Die Heli-Infos sind leider nur in der internationalen Sprache, also in Englisch. Bei den Ersatzteilen hier im Shop kann man direkt beim Hersteller bestellen. Das habe ich bereits gemacht, und zwar 3 Riemenräder habe ich dort bestellt und eine zusätzliche Liposchiene. Und das war alles völlig problemlos. Die Lieferzeit waren, ich glaube, 3 Tage, dann war das alles hier. Die zweite interessante Seite ist ehelis.de. Da gibt es vom Markus einen Bericht, und zwar auf Deutsch, mit wunderschönen Fotos und einigen Infos noch dazu, wie er sein Setup so aufgebaut hat. Das ist übrigens genau derselbe Heli, den ich hier auf dem Tisch habe. Haha. Was ist meine Aufgabe hier? Ich ergänze einfach sozusagen seinen Bericht in Videoform. Was ist mir sofort aufgefallen an dem HD 750? Es existiert kein einziges Zahnrad an diesem Modell. Wir haben hier ein 2-Stufen-Getriebe, einen Doppelriemenantrieb für den Hauptrotor und einen Riemenantrieb hier für die Heckeinheit. Die Energieübertragung vom Motor erfolgt also ausnahmslos über diese 3 Zahnriemen. Ich gehe mal mit der Kamera einmal um die Mechanik rum und dann schauen wir uns das mal genauer an. Beginnen wir mit dem Flyballess-Kopf. Dann gehen wir mal näher ran. So. Alle Alu-Anbauteile sind glasperlengestrahlt und haben eine wirklich sehr edle, matte Oberfläche. Die Motoraufnahme hier mit dem Gegenlager unten noch zu sehen für 8 mm Wellen. Und dann, wie bereits angesprochen, die Monster-Zahnriemen hier. Und hier unten noch zu sehen das Riemenrad für den Heckantrieb mit den 2 Spannrollen da hinten zu sehen. Natürlich ist hier noch kein Zahnriemen drauf, der fehlt noch, weil das Heck ist ja noch nicht montiert. Dann drehe ich den Heli mal und komme dann zur großdimensionierten Radioplatte für das gewählte Flyballess-System, eventuell noch ein Empfänger drauf, Telemetrieeinheit. Es ist also hier genügend Platz vorhanden. Von der anderen Seite die Spannrolle für den Hauptriemen. Natürlich alles einstellbar. Die Seitenplatten sind aus echtem Carbon und von vorne hier nochmal die großdimensionierte Aufnahme für den Regler und schon sind wir einmal rum. Kommen wir zur Lipo-Aufnahme. Erstmal vielen, vielen Dank an HD Helikopters bzw. an die Entwickler.
Die Lipo-Aufnahme bzw. der Akkuschacht, der ist wunderbar breit, gemessene 67,9 mm, wie ihr hier sehen könnt. Also es gehen völlig problemlos, gehen die Lipos mit Klett in den Schacht hinein. Das Einfädeln ist für mich noch etwas tricky und auch noch etwas hakelig, aber es ist ja noch alles neu und das ist alles noch nicht so richtig eingeschliffen. Gehalten wird das Ganze durch diesen Haken hier, der in die vordere Querverbindung dort einrastet. Und hier nochmal gut zu sehen, obwohl diese dicke Klettverbindung an der Seite sitzt, gibt es überhaupt keine Probleme beim Rein- oder Rausziehen von der 12S-Lipo-Einheit hier. Was haben wir noch? Eine sehr leichte und flexible Haube vom Heli Center Berlin, da oben könnt ihr sie sehen, in Rot-Weiß. Und eine zweite Sache, die mir noch aufgefallen ist, allerdings erst beim Auspacken und auf diesen Flugvideos, da kann man das gar nicht so, da kommt das gar nicht so gut rüber. Aber ich zeige euch das mal. Und zwar ist es das Heckrohr. Was ist denn das hier für ein geiler Scheiß? Das nenne ich mal ein Heckrohr. Das ist voll fett. Um das zu verdeutlichen, habe ich mal ein Bild für euch. Und zwar von bekannten Heckauslegern habe ich mal daneben gelegt. Oben das Gelbe ist von einem Goblin 700. In der Mitte das vor mir liegende HD 750. Und unten drunter, gut zu erkennen, vom T-Rex 700. Und am besten zu sehen ist der Vergleich hier auf diesem Bild mit dem, ich sag mal liebevoll, mit dem Röhrchen vom T-Rex 700 und hier im Vordergrund das fette Echtcarbon-Heckrohr mit einem Durchmesser von 38 mm. Hör, hör, hör. Das ist geil. Voll cool. Ihr merkt schon, meine Vorfreude ist groß, meine Erwartungen sind aber auch groß an diesem Heli. Was verspreche ich mir, was erwarte ich von diesem Helikopter? Eine weichlaufende Mechanik und mit satten, aber leisen Fluggeräuschen, so kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Der Markus von ehelis.de hat das in seinem Bericht ja auch schon so beschrieben. Aber ich will das natürlich selber hören und auch sehen oben in der Luft, ganz klar. Was fehlt noch? Was wird von mir verbaut? Mein Setup liegt hier auf dem Tisch. Die Servos von Servo King, hier sind sie. DS695HV mit Stellzeiten und Kräften, die kein normaler Helipilot braucht. Aber sie liegen hier rum und warten auf einen Einsatz. Meine lieben Servus, bitteschön, da steht euer Helikopter. Das Flabeless-System von Mikado, hier ein Neo mit zwei Spektrum-Satelliten, ich fliege ja mit Spektrum. Der Regler, ein Hobbywing, 160 Ampere, ein HV natürlich mit internen BC. Ein R2-Buffer, einen Pufferkondensator habe ich hier noch und die Motoren zur Auswahl habe ich einen Align, hier ist er, einen Align 800 mit der Werkswicklung 440 kV, einen Align 850 mit der Wicklung, der ist handgewickelt worden, auf 405 kV und einen X-Nova 4530 mit 525 kV. Der tritt, glaube ich, ein bisschen hoch. Ich weiß noch nicht genau, welche Übersetzung ich fliege, aber ich habe ja noch einen Ass im Ärmel, was ich am Anfang schon sagte, ich habe noch drei Riemenräder dazu gekauft. Jetzt habe ich die Auswahl 22, 23, 24 und 25. Da sollte schon ein Antriebssetup genau stimmen auf meine Bedürfnisse. Das wird sich dann aber zeigen, welches Setup mir zusagt, ein paar Testflüge und natürlich eine gemessene Kopfdrehzahl hier. Dazu aber dann mehr im Video Teil 2 von dem HD 750. Achso, die Hauptruderblätter haben wir hier noch, die Composite 730
Und Heckblätter liegen hier auch rum. 115er Komposit. Ja, das werde ich dann ganz in Ruhe noch verbauen. Auf das Video Teil 2 müsst ihr noch ein bisschen warten, denn wir haben Dezember. Es ist kalt draußen und die Flugsaison ist ja auch eigentlich schon vorbei. Meine Faustregel ist so, ich fliege dann, wenn die Gradzahlen zweistellig sind, also ab 10 Grad so. Sonst macht mir das einfach keinen Spaß mehr. Und ich denke mal, im Frühling irgendwann werde ich den zweiten Teil drehen, weil es sind ja noch einige Fluganlagen dann dabei. Und dann sehen wir uns mit diesem Helikopter wieder. Vorher lasse ich natürlich wieder von mir hören. Bis dahin, ich wünsche euch was. Euer Frank. Ciao.